So, und da sind wir schon wieder bei der Zwergenjagd. Wir legen auch jetzt gleich mal los, weil so weit ist es gar nicht mehr, bis wir alle haben. Wir haben schon knapp 80 Stück. Das sind nicht mehr viele, die wir noch brauchen. Und deshalb, wie gesagt, legen wir auch gleich mal los. Fahren jetzt mal da hoch. Zum Parkplatz an der Station Kaltenfels. Bevor ich jetzt hier noch mehr Unsinn anrichte, steige ich lieber aus und laufe. Hier schau da. Zwischendurch. Und von hinten überrascht und eingesammelt bei 1080 zu 1516. Irgendwie ist meine Maus heute ein bisschen unruhig. Und der nächste, den haben wir hier in dem Haus. Würde ich sagen, steht er dahinter? Dahinter meinte ich. Oder auf der Schweizer Flagge. Ah, Abfahrhelfer. Das bin ich jetzt aber nicht. Ich will jetzt mal ohne Curseplay spielen. Aber dann steigen wir mal aus. Und wo ist der Zwerg denn? Schauen halt am nächsten Haus, ob er da vielleicht liegt. Ja, da steht er. Bei 1111. Ha. Schnapszahl zu 1576. So, gleich mal vermerken. Zwei Zwerge haben wir schon die Folge. Und fahren wir mal runter. Ne, fahren wir nicht runter. Fahren wieder hoch. Laterne mag uns. Oder wir mögen die Laterne. Habe ich den schon? Hier beim Händler ist ein Zwerg drin. Bei dem ich mir aber nicht sicher bin, ob ich den nicht schon habe. Deshalb schaue ich das schnell mal nach, ohne große Kommentare, wenn ich dann reinkomme. Und die Treppe mal wieder nicht verpasst hätte. Ja, den habe ich schon. Auch mal gar nicht groß rummachen. Durch die Tür raus, einsteigen und weiter geht's. So, zum Parkplatz. Und damit auch zur Tankstelle. Das hat mir auch einer in den Kommentaren geschrieben. Ich weiß gar nicht, Jonas, irgendwie hieß der, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche. Hier sei auch noch einer, das war mir klar. Konnte ich nur in der Folge nicht machen, ich glaube, da war ich woanders. Bei 928 zu 1770. So, steigen wir wieder ein. Markieren uns den Zwerg auf der Karte, dass wir den inzwischen haben. Und nicht nochmal suchen. Wie es beim Händler eben war. Sein, dass ich bei dem Hotel einsuchen muss. Ja, das kommt hin. Kann sein, dass er irgendwie bei der Kiste ist. Nee.
So, das Hotel. Da müsste ein Zwerg sein. Oh, jetzt bin ich gerade sogar an einem vorbeigefahren. Das fällt mir jetzt auf, erst. Ist der Zwerg vielleicht wieder irgendwo oben drauf? Oder so? Da habe ich den schon. Ne, den habe ich hier noch nicht. Bei dem Hotel habe ich noch keine Zwerge. Auch lieber uns hier in Frage. Hier oben sieht man schlecht wegen der BDA. Mach ich gleich mal aus. Aber ich weiß, auch wenn ich den jetzt nicht brauche, den Cosplay, dass er hier neben dem Eingang ist. Hier auch nicht. Das gibt es doch nicht. Ah, hier im Eck, sag ich doch, bei der Kiste. Bei 890 zu 1719. Und jetzt haben wir eben noch einen übersehen. Da müssen wir auch nochmal zurück. Bei der Telefonzelle, fast vorbeigefahren, bei 1030 zu 1736, und da wir es wie immer eilig haben, fahren wir jetzt gleich weiter. Wohin ist die Frage? Fahren wir zu dem hier. Zwergchen hier bei 928 zu 1660. Könnt jetzt auch mal uns. Das geht jetzt alles ein bisschen schnell. Wie viel haben wir denn schon? 85. Wo könnte ich denn noch schnell einen aus dem Ärmel zaubern? Wo einer liegt. Ich fahre einfach mal drauf los. So ein paar habe ich noch, die vielleicht noch da sind. Weil ich habe die Karte nicht von ganz am Anfang an benutzt. Kann man das so sagen in Deutsch? Da ist eh keiner. Das heißt, ich weiß nicht, ob ich die schon habe. Ah ne, stopp. Das habe ich mir markiert. Ne, habe ich mir nicht markiert, dass ich die schon habe. Wo ist denn der Steg? Da geht's. Aber ich glaube, dass ich die schon habe. Nee, habe ich nicht. Und hier steht er noch. Wenn ich ihn schon hätte. Steht in der Ecke und schämt sich. Bei 742 durch 1718. Hopp. Komm mit. So, dann ist es der. Küste entlang fahren. Müsste dann hier folglich der nächste stehen. Steht auch in der Ecke. Wollen sich verstecken vor mir. Ich finde die alle. Bei 700 zu 1719. Aber ich weiß gar nicht. Ich glaube, das ist schon die fünfte Folge, die ich heute Abend mache. So langsam kann ich nicht mehr richtig sprechen. Aber deshalb mache ich jetzt auch erstmal eine Pause und sage zu euch, ciao, bis zum nächsten Mal.